Gut. Hey, du da! Verschwinde! Ja, der Herr. Wirklich? Was ist das denn? Okay, das ist definitiv nicht der Steward, den wir dann hatten. Die Spiele beginnen. Entschuldigen Sie bitte, die Herren. Sehen Sie nicht, dass ich mich mit dem Herrn Wachtmeister unterhalte? Der Zug fährt in wenigen Minuten ab, der Herr. Ich muss Sie bitten, nun an Bord zu gehen. Wir sollten das tun. Vielleicht haben wir ja während der Fahrt Gelegenheit, uns weiter zu unterhalten. An mir soll's nicht liegen. Wo ist meine Tasche? Sie hatten sie doch dort abgestellt. Das weiß ich selber. Wo sie geblieben ist, will ich wissen. Das weiß ich nicht. Aber ich werde mich sofort darum kümmern, wenn die Herren derweil schon einmal den Zug betreten möchten. Sie und Ihre Zuggesellschaft haften mir dafür. Er wird die Tasche schon finden. Kommen Sie, Dr. Gebhardt, ich helfe Ihnen bei Ihrem Gepäck. Also schön. Aber mal ehrlich, wäre das den Leuten nicht aufgefallen, wenn der Steward dann nicht mehr diesen blöden Schweizer Akzent hätte? Also nichts gegen Schweizer, wirklich nichts gegen Schweizer, aber... Ja, vielleicht, ja, ich kann mit dem Dialekt nicht so viel anfangen, es tut mir leid. Der ist so seltsam irgendwie. Ich kann ihn nicht ernst nehmen. Na gut, reden wir mal mit dem Schaffner. Der Schaffner scheint nicht recht zu wissen, wo er die verschwundene Tasche suchen soll. Ja, wie auch. Ein bestimmtes Gepäckstück in einem Bahnhof zu finden, ist wie die Suche nach einer Nadel in einem Nadelhaufen. Ach, okay. Da können wir ihn in der Ecke locken, sozusagen. Sie scheinen etwas zu suchen. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Verschwinde! Hier gibt es nichts zu verdienen. Das will ich nicht. Ich dachte nur, falls Sie eine braune Tasche suchen... Hast du sie gestohlen, Bursche? Dann würde ich Ihnen ja jetzt kaum helfen. Ich habe gesehen, wie ein kleiner, sehr blonder Junge die Tasche genommen hat. Er ist mit ihr da drüben verschwunden. Tatsächlich? Hm. Danke. Ist das denn nicht die Tasche? Wo? Wirklich? Du erschlägst ihn mit Zeitung? Nichts für ungut. Okay, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Er ist mit einem Stapel Zeitungen niedergeschlagen. Großartig. Aber wie ist er denn hier reingekommen? Durch das offene Fenster? Oder wie hat er das denn gemacht? Es war das einzige Fenster, das am Bahnhof ein Stück offen war und mir daher als Einstieg in den Zug dienen konnte. Ach so. Und jetzt könnte es mein einziger Weg hinaus sein. Okay. Dann schauen wir da erstmal ins Gepäck rein. Professor Lucien scheint mit leichtem Gepäck zu reisen. Das Gepäck der Baronin belegt einen halben Transportwaggon. Ich glaube nicht, dass der Koffer oder die Tasche etwas beinhalten, das mir weiterhelfen würde. Und am besten hinterlasse ich so wenig Spuren wie möglich. Man stelle sich mal vor, der hat es, glaube ich, am Körper getragen, aber wenn er in seiner Tasche das zweite Auge des Zwings gehabt hätte und er wäre einfach drauf gestoßen durch Zufall, das wäre auch interessant gewesen. Sehe ich denn aus? Ich bin nicht so gut darin, in andere Rollen zu schlüpfen wie der Rabe. Wie auch, er hat das über Jahrzehnte perfektioniert. Aber für die Leute im Zug wird's reichen. Ich denke auch, dass das ganz gut hingekriegt. Professor Lucien hat noch keine Nacht im Abteil hinter sich. Das Handtuch ist unbenutzt. So, nehmen wir das doch mal mit. Wenn ich es zusammendrehe? Dann habe ich eine Art Seil.
Okay. Schön, schön. Ach, das behält er auch gleich in der Hand hier. Gut, aber noch was? Waschbecken. Waschbecken. Nee, das hilft mir nicht weiter. Na gut. Aber wir wollen ja ein bisschen gründlich sein. Ansonsten gibt es ja aber auch nichts, wie es scheint. Wir können nochmal lauschen. Der gibt nicht so schnell auf. Professor Lucien steht vor der Tür und wird nicht aufgeben, bis er sie geöffnet hat. Das heißt, ich brauche einen anderen Weg hier raus. Professor Lucien steht vor der Tür. Okay. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir doch einfach mal das Handtuch und klettern damit aus dem... Wir müssen natürlich erstmal das Fenster öffnen. Ich dachte irgendwie, es wäre schon offen. Ach, es ist schon offen. Das Fenster rechts müsste zum Abteil der Baronin gehören. Das linke zum Großraumabteil. Das Dach könnte mein Fluchtweg sein. Aber auf deine Mütze musst du aufpassen. Sonst ist sie schneller weg, als du sie gucken kannst. Wenn ich mich hinstelle, bin ich mit dem Kopf auf Höhe der Lauffläche oben auf dem Dach. Aber das Dach ist zu schräg und zu glatt, um daran hochzuklettern. Ach so, okay. Das sind Lufteinlässe oder sowas. Aber ich kann sie mit der Hand nicht erreichen. Vielleicht aber mit dem Handtuch. Oh, das war aber gewagt. Nirgendwo reist man so entspannt wie mit der Bahn. Okay, und dann können wir ja eigentlich einfach reingehen als Stuart, nicht wahr? Oder wir gehen direkt zum Transportwagen. War ja vielleicht gar nicht der Stuart, den wir gesehen haben, kann das sein? War das vielleicht ein anderer Stuart und der versteckt sich wirklich einfach nur im Transportwagen? Der Lüftungsschacht versorgt den Transportwaggon mit Frischluft. Er scheint auch groß genug, um durchzuklettern. Ich würde sagen, ich habe meine Einstiegsmöglichkeit gefunden. Aber du solltest hier oben warten, denke ich mal, bis wir im Tunnel sind. Schöne Landschaft übrigens. Ich finde es schön, dass das auch so sich langsam vorbei bewegt. Die Abdeckung hat hinten zwei Scharniere. Man kann sie also aufklappen. Das verhindern allerdings die beiden Schrauben, mit denen sie hier vorne festgeschraubt ist. Okay, haben wir... Ach, wir haben noch ein Messer. Vielleicht können wir damit die Schrauben... Nein? Okay. Hätte er klappen können, wenn es einfach Spitzschrauben sind. Gut, wofür haben wir den Schlüsselbund eigentlich? Gibt es noch irgendwas hier? Ich kann durch die Schlitze nichts erkennen. Sie ermöglichen mir nur einen Blick aufs hintere Ende des Waggons. Das reicht nicht. Ich muss vor allem in den vorderen Bereich sehen. Ja, du könntest einfach hier rübersteigen und von da aus nochmal reinschauen. Das könnte dann vielleicht helfen, denke ich mal. Gut, aber wir gehen erstmal wieder hier vor. Und schauen mal, ob wir vielleicht hier runtersteigen können. Ich weiß zwar noch nicht... Ach, hier gibt es eine Leiter. Ha, siehst du mal. Alles gut. Nee, 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 das wollte ich gar nicht. Ach so, er macht gleich automatisch das, was ich wollte. Das ist gut. Im Transportwaggon befindet sich der Tresor, an dem ich den Briefumschlag befestigen soll. Ich kann allerdings nicht wie ein Postbote durch den Vordereingang hineinspazieren. Ach klar, warum nicht? Gut, gehen wir mal in den Salonwagen, es sei denn, wir haben hier noch irgendwas, was wir machen können. Aber sieht nicht danach aus. Ich müsste mich im Zug frei bewegen können, solange ich mich von Professor Lucien fernhalte. Die anderen Gäste kennen mich nicht und die Stewards wechseln mehrere Male während der Fahrt. Ach so, okay. Ein neues Gesicht dürfte niemandem verdächtig erscheinen. Dann ist gut. Junger Mann. Ja, Sir? Sagen Sie, wann wurde hier im Orient Express auf Selbstbedienung umgestellt? Hätte man die Gäste darüber nicht vorher informieren müssen? Verzeihung, der Herr, ich wurde... Und was ist mit meiner Tasche? Hat Ihr Kollege sie gefunden? Es tut mir leid, der Herr, das weiß ich nicht. Das habe ich mir gedacht. Die ganze Sache wird Konsequenzen haben. Und jetzt bringen Sie mir endlich einen Kaffee. Sehr wohl, der Herr. Gut. Dann müssen wir mal... Arschloch. Dann müssen wir mal ein bisschen unseren Job machen, nicht wahr? Schauen wir uns mal... Bier, Wein, Champagner, Gin, Brandy, Whisky. Die reichsten Schnösel nehmen dieselbe Medizin wie die ärmsten Schlucker, wenn sie Probleme haben. So, gehen wir mal hinter die Bar. Ein kleines Kofferradio. Der Empfang ist erstaunlich gut hier in den Bergen.
Das Radio werde ich kaum gebrauchen können. Aber ich habe ein Auge auf die Antenne geworfen. Ein dünner, kurzer Metallstab, der ausgezogen werden kann. Sowas kann man eigentlich immer mal gebrauchen. Ja, nimm, was du nicht lassen kannst. Okay, aber die Kaffeetasse, die wir gleich füllen müssen, Schublade. Abgeschlossen. Ärgerlich, denn dort war, glaube ich, ein Schraubenzieher drin, wenn ich mich nicht irre, ne? Können wir dieses Ding vielleicht irgendwie benutzen, um es aufzuheben? Nein. Okay, haben wir sonst noch irgendwas hier? Eine Schale mit alte Leute-Bonbons. Karamell, glaube ich. Stimmt, das sind wirklich irgendwie alte Leute-Bonbons, ne? So, ja, warum nicht? Nimm dir mal einen Bonbon mit, kann ich schaden. Auch aus dem feinsten Porzellan können Schweine saufen. Wenn ich mich mit dem Arzt anlege, würde meine Tarnung auffliegen. Also mache ich gute Miene zum bösen Spiel. Bringe dem verehrten Gast seinen Kaffee. In Ordnung, hier oben ist die Kaffeekanne. Her damit. Und eingießen. Ist noch etwas Kaffee drin? Gut, ich dachte schon, wir müssen jetzt einen neuen machen. Kaffee für den Herrn. Wissen Sie, was das Problem mit Leuten wie Ihnen ist? Meinen Sie das mangelnde Pflichtbewusstsein? Oder die Hautfarbe? Oder kein Respekt vor den Älteren? Wir haben so viele Macken. Schön. Total voller Respekt, wie er den Leuten begegnet hier. Okay, schauen wir uns nochmal hier vorne ein Stück um. Da müssten ja eigentlich Lady Westmacott, Miss Miller und der Matthew sitzen. Wobei Matthew ist ja unterwegs. Die jüngere Dame scheint so etwas wie die Pflegerin oder die Gesellschafterin der Alten zu sein. Ich würde sie nicht den ganzen Tag um mich herum haben wollen. Sie verbreitet eine gewisse Unruhe und Rastlosigkeit. Ich kenne diese Leute, die ständig etwas machen müssen. Sie kommen sich nutzlos vor, wenn sie nichts zu tun haben. Sie tun mir leid. Die alte Dame ist nicht in Zürich eingestiegen. Und sie sieht nicht nach Nancy oder Basel aus. Ich tippe auf Paris. Irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Ich weiß nicht, wo ich sie schon mal gesehen habe. Vielleicht war sie früher Schauspielerin. Ich kenne sie von Fotos. Sie hat diese überlegene Gelassenheit von Leuten, die sich und anderen nichts mehr beweisen müssen. Sie hat Geld, so viel ist klar. Aber es ist nicht nur das. Besser, ich spreche sie nicht an. Ihre Augen sind klug und wachsam. Etwas sagt mir, dass ich mir selber das Leben schwer machen würde, wenn ich versuchen würde, sie hinters Licht zu führen. Oh ja, da hast du gute Menschenkenntnis bewiesen, würde ich sagen. Sonst haben wir hier aber auch nichts, was wir uns anschauen können. Und in den nächsten Waggon dürfen wir eigentlich nicht gehen können, weil dort Professor Lucien ist. Ich schätze, Professor Lucien steht immer noch auf dem Gang und versucht, in sein Abteil zu kommen. Ich warte lieber, bis die Luft rein ist. Genau das. Okay. Die Pflegerin der alten Dame kann die Hände nicht ruhig halten. Also streckt sie. Das wird nicht klappen, oder? Das zu nehmen? Darf ich den Damen noch etwas bringen, oder ist alles zu ihrer Zufriedenheit? Alles ist wunderbar, junger Mann. Ah. Sehr wohl. Guter alter Taschendieb-Trick. Sehr schön, sehr schön. Okay, dann bewegen wir uns mal wieder zurück in das andere Abteil. Wofür wir jetzt die Wolle brauchen, weiß ich zwar nicht so richtig, aber betrachtet den Deutschen. Er wollte gar keinen Grund hören, warum er eine Zeit lang keinen Kaffee bekommen hat. Er wollte jemanden zur Schnecke machen, wollte einfach mal im Recht sein. Ein trauriges Leben, wenn man sich selber größer machen will, indem man andere klein macht. Nun, der Deutsche. Was haben wir denn jetzt? Wir haben die Antenne, Karamellbonbon, Wollknäuel. Ja, was machen wir denn damit, ist die Frage, ne? Ich weiß gerade nicht so richtig. Ansonsten können wir hier eigentlich nichts machen. Ich kenne einige Leute, die vor einer Aufgabe, wie sie vor mir liegt, ein Gläschen zur Beruhigung brauchen würden. Ich bin da anders. Um den Umschlag auf dem Tresor zu platzieren, brauche ich einen klaren Kopf. Löblich, löblich. Ich finde Alkohol ist sowieso nichts, was man braucht. Ich selbst trinke auch so gut wie nie, außer wenn irgendwelche Anlässe sind halt, weil es die Gesellschaft halt so erfordert sozusagen. Und ansonsten lasse ich auch die Finger von Alkohol und muss sagen, man fährt gut damit. Ich habe es früher auch anders gemacht, als ich noch Teenie war, aber mittlerweile muss ich sagen, es ist so wirklich angenehmer. Und man kann auch lustig sein ohne Alkohol, wenn irgendwelche Feiern sind. Es reicht, wenn die anderen trinken.